Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Globulus. Wir spielen ja mit rotierenden Mitarbeitern. Mitarbeitern ist gut. Diesmal ist der Meta mit dabei. Hallo. Wir haben die Spielart Foursquare uns ausgesucht und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Alles andere können wir ja nebenbei reden. Ja. So. Hier ist noch Pascal, ich werde nicht vorgestellt. Inventar stellt man nicht vor. Aha. Ja, okay. Ja, ja. Als Kommentatoren, gastmäßig und so weiter, haben wir die Easy, die Nuktra und den Pascal. Ladies first. Warum habe ich dann Pascal Chor als letztes? Naja, lass uns das so. Egal. Nein. Achso, okay, der muss wahrscheinlich. Ah. Ja, jetzt hast du dann nur jetzt noch, nur noch sechs Punkte drin. Okay. Chor, sag mal was. Der ist doch gerade schwer beschäftigt. Ein wildes Umhergebonge. Absolut. So, unser Meta hier hat nämlich selbst ein paar Let's Plays laufen, oder besser gesagt, ein paar schon fertiggestellt. Ich wollte gerade sagen, zum Teil auch schon fertig, ja. Also die Fertiggestellten sind ja auch auf dem YouTube-Channel von Trolls und Ruhr verlinkt. Welches ist denn bei dir noch offen? Momentan offen noch Thief 1 und Earthbound. Okay. Also von denen, die ich auch angefangen habe. Aber auch momentan alles mit meiner Prüfungsvorbereitung wirklich. Ah, also momentan Gesellenprüfungsvorbereitungsphase, ich komme zu gar nichts hier. Also wird es etwas ruhiger in der Hinsicht. In der Hinsicht, ja. Yay! Ist es schon eine ganze Weile, ja. Momentan läuft es ganz gut für dich. Ah, jop. In jeder Hinsicht. So. Nein. Doch? Nein, nein. Sehr schön. Noch nicht schlecht. So, so und... Aber unsere Kommentatoren scheinen gerade arg beschäftigt zu sein. Die sind ja, alle mit irgendwas beschäftigt. Ich frage, wo ein Herz drauf ist. Und ich sollte ihn die ganze Zeit mit mir rumschleppen, hat der Computer gesagt. Ja. Ich will nicht spoilern, aber es wird dir gleich im Herzen wehtun. Die gute Nuktra hier, ne? Die spielt nämlich gerade Portal 1. Ja. Und der gute Meta hier verliert gerade die Runde, wie es aussieht. Ja, so wie es aussieht, verliere ich die gerade. Machen wir es aber mit Spaß. Oh. Er verliert hoch. Ja. So sieht's aus. Deswegen machst du also Singleplayer-Let's Plays. Weil du im Multiplayer einfach nur abstinkst. Vor allem, weil es das erste Mal ist, dass ich Globulus Nein. überhaupt spiele. Von daher das ist, also, kann ich ruhig abstinken. Das ist egal. Wenn man bei einer Weltmeisterschaft teilnimmt, darf man sich nicht beschweren, dass man nicht Erster wird. So. Ich wurde gerade von einer Kugel zerstört. Auch das passiert. Das ist halt wie im Real Life. Ja. Ich überlege gerade, wo wurdest du davon eine Kugel zerstört? Ich bin weitergelaufen und der Würfel beschützt mich ja von dieser Kugel. Und auf der anderen Seite ist auch so eine Kugel, aber irgendwie hat mich die Kugel erwischt. Dann doch, okay. Wie auch ewig immer. Her, seitdem ich Portal 1 gespielt habe. Mhm. Bei mir ähnlich, ich spiele eigentlich auch viel lieber den zweiten Teil. Ja, aber den ersten Teil muss man gespielt haben, um zu wissen, warum der Böse überhaupt böse ist. Also, warum er so böse ist. Ach, was? So aber böse ist sie doch gar nicht. Ja, im zweiten Teil ist er eher. Keine Spoiler hier. Ne? Ich wollte gerade sagen. Keine Spoiler bei Globulus. Okay. Ja. So. Das kann hier noch einen Moment dauern, glaube ich. Ach was. So, ja. Ich bin, glaube ich, gut dabei hier. Ja, du bist sehr gut dabei. Ich weiß hier momentan gar nicht so richtig auf die Reihe. Wobei ich mich langsam so ein bisschen fange.
So. Oh, Moment, das funktioniert so ja gar nicht. Ich habe erst realisieren müssen, dass unsere Kügel hier nicht von ihrem Feld runter können. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich so, hä? Ja. Komisch. Wobei, das hätte auch was. So Sumo-Ring mit 8 Leuten. Und nimm Ball. Und nimm Ball. Das klingt in mehrfacher Hinsicht völlig falsch. So, langsam wird's knapp, oder? Ja. Ich möchte Macht hier aber nichts. Spaß. Ich wollte gerade sagen, ich möchte hier auch nichts prophezeien. Aber ich glaube, jetzt wird es spätestens recht knapp für dich. Das sehe ich ähnlich. So, wir nehmen jetzt Wetten an, dass Meta gewinnt. Die Quoten liegen, sagen wir mal, 10.000 zu 1. Sind wir mal nett. Oh, er nutzt aber Meintest du in seine. diesem Zug Ja, oder ja, ja, generell? ja, ja. Also, mit dem Leben und so weiter, das ist doch eher 42. Ja. So, schauen wir mal, ob das was wird. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die 10.000 zu 1, das sieht schon interessant aus. Ja. Erleben wir hier noch ein Wunder? Das sehen wir Sieht er doch das? Ist gleich. das Fußball? Ja. 10.000 zu 1 ist Ja! aufgetreten. Ich Sehr würde das mal schön. unter Anfängerglück verbuchen. Wieso, willst du noch eine Runde? Möchte der Gewinner abschließende Worte sagen? Nee, ich glaube, das braucht man nicht weiter zu kommentieren. Richtig, Wahrscheinlichkeit und so, verdammt. Statistik ist ein Arschloch.